endlich Weiber nachgerannt. Ich meine, wenn ich mir meinen Papa heute so betrachte, kann ich gar nicht verstehen, dass der auf Macho machte. Ja, sag mal, was hängst du hier rum und babbelst die Leute im Saal ganz dumm? Meinst nicht, wir hätten noch was zu schaffen? Du kennst im Wohnzimmer mal die Zeitung zusammenraffen? Den Mülleimer kannst du auch noch leeren, anschließend schnell die Küche noch kehren. Zum Bäcker musst du dann noch laufen und für morgen das Brot noch kaufen. Ach Gott, die Zeit wird viel zu knapp. Die Aufregung, hoffentlich mach ich nicht schlapp. Wäre vielleicht noch etwas zu tun? Meinst du nicht, ich müsste mich aber mal ausruhen? Schließlich war schon vor 25 Jahren dabei, da dies in dieser Familie so Sitte sei. Was willst du dich jetzt ausruhen? Mensch, Mädel, meinst du, wir haben nicht noch genug zu tun? Sag mal, haben alle zugesagt? Ach, die Tante Renner, die der Papa ja gar nicht macht. Aber die musste wir ihn laden, zwecks ihrem Geld. Nicht, dass die nachher an den Erbe bestellt. Ach, herrje, es kommt auch der Onkel Bob aus USA. Der ist morgen bestimmt als erster da. Ja, Mama. Warum habt ihr all denen ihr Karte geschickt, wenn ihr so seid und eine Bagage entzückt? Was eine Falschheit in der Familie ist. Ewig seid ihr doch mit denen in Twist. Ich hätte meinen Schorsch genommen und wäre fort irgendwohin an einen stillen Ort. Ja, Kind, was soll ich dann mit dem Papa auf dem Klo? Ich glaub, da wäre er nicht darüber froh. Eine Schießfrei. Ja, das wäre was Genaues. Ob dessen Papa nicht vielleicht zu flau ist? Immer nur Wasser, Essen und die vielen Leute. Der Papa hat die Reise vielleicht nach zwei Tagen bereut. Ich denke, er wäre sicherlich nur am Motze, wenn er an der Reling steht und tut auf den Kotz. Ja, Mama, sag mal, warst du schon immer so verstellt? Hast du nie auf deine innere Stimme gehört? Die See, das Schiff, der Kapitän, willst du nicht etwas mal was anderes sehen? Du warst schon immer so verträumt. Hast stets mit Papa sein Wäschchen hergeräumt. Kann der von der Arbeit dann haben, musste schon das Bier auf den Tischgruf sein. Die Pantoffel standen schon vor dem Stuhl und der Papa sitzt vor dem Fernseher und findet es cool. Du warst zu müde, geschafft und hattest noch uns Kinder viel. Die Einzige, die dir heute hilft, die steht halt hier. Jetzt mach hier mal nicht so viel Wind. Der Papa muss noch bestellt werden, aber geschwind. Was weißt du schon von Ehepflichten und Liebe? Leute, denkt doch nur an bestimmte Triebe. Bei uns ist es halt alles noch so. Ich bin auch nicht immer darüber froh. Ich würde auch lieber in eine Disco gehen und nach anderen Männern sehen. Oh Mama, du willst nach anderen Männern ansehen? Willst nicht etwa von ihm ausgehen? Dich verwöhnen lassen wie im Schlaraffenland. Dich ahnen an einem Sonnenstrand. Heiße Nächte, tolle Männer. Unter Palmen liegen. Das tust du bei der Alten niemals kriegen. Er gönnt dir nichts und der ist ja zu knapp. Balkonienterrassen hast du das mit endlich satt? Naja, ich hab mich noch nie beklagt. Balkonien, wo das schon wieder liegen mag. Schließlich waren wir zweimal fort. Auf dem Bauernhof, in einem ganz kleinen Ort. Von dem bisschen Geld, was ich nebenher verdiene, kann ich keinen Urlaub von der Palme kriegen. Tolle Männer, wo soll's die heute noch geben? Also Mama, du bist vielleicht dumm, der Papa schaut sich nach anderen Weibern um und du himmelst den an wie von einem anderen Stern. Alter Papa, der hat dich ja auch unheimlich gern. In welchem Jahrhundert lebst du denn? Ich in deinem Alter andere Frauen kennen. Die zeigen ihre Männer auf eine andere Art. Die haben stets das frische Wappen parat. Sie sind modern, schick und leisten sich was. Der Papa denkt dabei nur an sein kühles vom Fass. Lass endlich mal den Putzmädel in der Ecke stehen. Ich werde an deiner Stelle auch mal zum Friseur gehen. Kind, Friseur, der ist doch viel zu teuer. Ei, danach sehe ich ja aus wie ein Ungeheuer. Mensch, ich stehe hier und babbel mit dir. Bald steht der Papa vor uns mit dir. Vorher müssen wir noch das Wohnzimmer umräumen. Den Sekt habe ich billig gekauft, mein Sekt liegt und Schäume. Hast du bei dem Blumenladen ein paar Nelke für mich bestellt? Der Papa gab mir 10 Mark, das ist ja nicht viel Geld. Aber er hat gesagt, es geht von Herzen. Hoffentlich hat er morgen nicht.
du dumme Kuh. Nett der Mann hat, in der Ehe hat die Hörner auf, all bei dir passt ja noch der Eiffelturm drauf. Jetzt werde ich dir mal die Wahrheit sagen. Ich hoffe, du kannst alles gut vertragen. Apropos tragen, meinst du, das grüne Kleid wäre nett? Oder wirke ich darin zu fett? Vielleicht was Schlichtes, ist ja nicht nur mein Gar. Ob der Papa macht, ist, will ich gleich noch machen. Mama, jetzt sei doch mal still. Ich dir jetzt die Augen öffnen will. Ach Gott, wo ist das Bild vom Onkel Frank? Liegt es noch in dem Schrank? Mama, jetzt hör mir doch eh mal zu und lass mich mit deiner blöden Verwandtschaft in Ruhe. Ich muss dir sagen, das ist wichtig, ich weiß allerdings nicht, ob das ist jetzt richtig. Hast du einen Freund oder bekommst du ein Kind? Heiratet der dich oder ist der fort wie der Wind? Oh. Ach du lieber Gott, wenn das der Papa weiß und die liebe Nachbarn, mir wird's ganz heiß. Mama, oh nein, der Papa hat eine andere Frau. Die sieht sehr hübsch und ist auch sehr schlau. Figur wie ein Model und blondes Haar. Und in der Garage steht ein Porsche sogar. Ach ja, ich hab gedacht, du hast mich zur Oma gemacht. Aber dann geht's hier nachher ganz schön klar. Beim Metzger müssen wir die Wurst noch holen. Aber mir im Keller auch noch genug Kohle? Moment mal. Ich glaube, ich werde den nächsten Tag nicht mehr erleben. Der Baba hat eine Freundin, die ist adrett. Ich glaube, der Baba geht auch mit ihr ins Bett. Hast du das jetzt endlich vernommen? Ist es jetzt bei dir der Opa angekommen? Kind, ich glaube, mich trifft ein Schlaf. Dass ich im Leben nie hätte glauben mag. Bist du sicher, dass das der Papa war? Oder hältst du mich hier vielleicht so nah? Mama, die Wahrheit, glaube mir. So war ich, wie ich jetzt stehe vor dir. Was sagst du, du Aschenputtel im Haus? Gehst du jetzt endlich mal aus dir heraus? Jetzt zeigst du es dem Papa so richtig gut, dass du ihm auf dem Bordefeld sei schnut. Oder denkst du an eure Feier oder andere Sachen? Oder bist du jetzt mal so richtig zum Drachen? Drachen? Das ist etwas zu ungenau. Ich werde zur Furie, wie jede andere Frau. Der lernt mich jetzt kennen, der lernt mich verstehen. Pack den sein Koffer, weil er kann zu seinen Kindern gehen. Mama, übertreib nicht so gleich. Nachher weinst du und bist nicht mehr froh. 25 Jahre war ich wegen sein Bett. Der stets fand an eine Frau adrett. Ich durfte mir nichts Außergewöhnliches kaufen. Musste jeden Pfennig zusammen auf. So kenne ich dich nicht. Ich finde dich ja unheimlich adrett. Wo hast du nur das schöne Kleid her? Der Baba wird bestimmt zum Bären. Gesammelt habe ich die Einkaufsmagen und Pfand. Ich bin zum Gutschreiben, zum Edeka gerannt. 25 Jahre habe ich dies nun gemacht. Irgendetwas habe ich mir dabei gedacht. Ich machte mir oft den Fernseher an. Da kam Dallas und der Denver Clan. Da habe ich gesehen, wie eine Frau heute lebt und wie schöne Kleider das Ansehen hier. Mama, ich gehe jetzt die Blumen schnell holen zum Bäcker
mir nie verzeihen. Ach Mama, lass uns doch nicht allein. Ui, Mama, du bist wirklich gut. Jetzt zeigst du der Baba, du hast Mut. Was heißt Mut? Das ist die Rache. Das Wort passt besser zu dieser Sache. So, jetzt wird Zeit. Ich muss gehen, denn ich will noch in die Disco gehen. Mama, warte, ich gehe mit. Für mich bist du der größte Hit. 25 Jahre warst du mit einem Mauerblümelein. Jetzt kommt endlich frischer Wind hinein. Ja, Männer, ihr seid ja so schlau. Doch macht die Rechnung nicht ohne eure Frau. Irgendwann wird sie erwachen und ihr Leben etwas fetziger machen. Bleibt treu, ihr wisst nicht, was noch geschieht. Einmal seid ihr allein und schon ist passiert. Komm, Kind, wir müssen jetzt endlich gehen, sonst werden wir den Papa noch an der Tür sehen. Dem schreibe ich ein paar Zeilen, der kann sich mit dem Fernseher verweilen. Hinein ins Leben, ich weiß es genau, ab heute bin ich eine andere Frau.
Liebe Freunde, ihr seht mich das erste Mal sprachlos. Ein Präsent, nein, mehrere Präsente von unseren lieben Freunden aus Wiesbaden. Wie sollt ihr das jemals wieder gut machen können? Ich weiß es leider nicht. Ich hoffe doch sehr, dass auch unser liebes Oesnitzer Publikum uns ein kleines bisschen hilft, sich bei Wiesbaden zu bedanken beim Sonnenberg.